Ach, was mache ich nur mit dir, mein Schätzchen? Irgendwie musst du dich doch öffnen lassen. Oh Gott, da ist dieser blöde Hebel. Na los, komm schon. Zeig mir deine Geheimnisse. Ach, sag mir doch einfach, wie es weitergeht. Na! Hör endlich auf, so dämlich zu lachen. Oder ich reiß dir den Kopf ab. Trau dich und nutze den Hebel für die Orgel. Dann werde ich dir die Geheimnisse offenbaren. Wie du willst. Ich hab schon Seltsameres erlebt. Jens Niemeyer und Hörspielprojekt präsentieren Valentin Darwin, Folge 3, der Horrorzirkus. Bist du dir sicher, dass wir uns hier mitten in der Nacht aufhalten sollten? Was soll denn schon groß passieren? Bevor der Park und der Zirkus morgen öffnen, sollten wir uns schon einmal ein wenig umsehen. Wir wollen doch wissen, wie die Tiere gehalten werden. Diese Parks sind unserem Verein schon lange ein Dorn im Auge. Und jetzt sei still. Na schön. Und was sollen wir tun, wenn wir erwischt werden? Du bist wirklich noch neu in diesem Geschäft, was? Wir werden ständig von der Polizei abgeführt und meine Hausverbote kann ich schon gar nicht mehr zählen. Hier ist doch sowieso keiner. Außerdem ist das ein öffentlicher Platz. Wenn du bei uns mitmachen willst, solltest du dich nicht so anstellen. Warte mal. Hörst du das? Was ist das? Das kommt aus dem Zelt. Komm, das sollten wir uns ansehen. Hier ein Schnitt und da ein Schnitt. Kommt und Kinder, schneidet mit. Oh mein Gott. Siehst du das, was ich sehe? Also, wenn du dieses clownähnliche Ding meinst, wie es gerade ein Pferd verspeist, dann ja. Ein Pferd in einem Zelt. Oh mein Gott, das Pferd. Es lebt noch. Komm, lass uns sofort abhauen und die Polizei rufen. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich rieche Frischfleisch. Sei still, da passiert noch etwas. Wo steckst du denn schon wieder? Er hat uns entdeckt. Lass uns schleunigst abhauen. Immer muss man alles. Nein, warte. Wenn wir uns jetzt bewegen, sieht er uns ganz bestimmt. Na, hat euch die Vorstellung gefallen? Sei still, du jaulendes Elend. Wenn du Glück hast, lasse ich dich vielleicht am Leben. Wirklich? Nope. Was? 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 Kannst du auch ganze Sätze sprechen? Was bist du? Du kannst nicht echt sein. Wenn das weh tut, ist es echt. Was soll das denn werden? Du kriechst wie eine Schnecke. Schleim. Was geht hier nur vor sich? Das kann doch nicht real sein. Versteckt. Du darfst ihn gerne den Gnadenschuss verpassen. Er ist ohnehin schon so gut wie tot. Bitte, hilf mir. Bitte. Du bist so jämmerlich. Bitte lass mich gehen. Und wer macht jetzt den ganzen Dreck weg? Du! Ja, Spielverderber. Sollen sich die Mitarbeiter darum kümmern? Oder? Ach, ich hab ohnehin keinen Hunger mehr. Sei still, mein Pferdchen. Hotte Hü in den Himmel. Es wird Zeit, dass wir diesem Ort endlich entkommen. Ich kann den Zirkus nicht mehr sehen. Wir müssen dieses Ding endlich finden. Ansonsten drehe ich noch durch. Das bist du doch schon sehr lange, aber du merkst es nicht. Du verletzt meine Gefühle, John Boy. Naja, schwamm drüber. Aber es ist an der Zeit, dass wir alles und jeden vernichten, wenn sie nicht kooperieren. Ich werde schon aus irgendeiner Person die Antwort rauskitzeln, die wir benötigen. Seit Jahrhunderten tobt auf der Erde ein Krieg zwischen Licht und Dunkelheit. Dämonen,
Geister, Untote und andere Wesen der Schattenwelt beanspruchen die Herrschaft über die Reiche von Himmel und Hölle. Doch einige Menschen geben ihre Heimat nicht ohne Kampf auf. Sie jagen die Kreaturen der Finsternis und vernichten sie. Sie sind die Dämonenjäger, furchtlose Kämpfer, die nicht zulassen, dass dieser Krieg das Ende der Menschheit einläutet. Geheimnisvolle Rächer der Erde, Wächter des Lichts und Henker der Verfluchten. Verstreut auf der ganzen Welt sind sie unsere einzige Hoffnung. Und einer von ihnen war Valentin Darwin. Rastplatz Wolfsgrund West, A7. Sag mal, spinnst du? Ich hab dir doch gesagt, dass du dich ausruhen sollst, oder habe ich mich unklar ausgedrückt? Falls das der Fall gewesen sein sollte, ich habe nicht gesagt, dass du dich von einer Mumie beinahe umbringen lassen sollst. Es ist doch alles in Ordnung, Zoe. Da hätte sonst was passieren können. Jenny hat die Wunde genäht und sie beginnt schon zu verheilen. Trotzdem, du möchtest gern Prophet. Irgendwann werde ich deine Leiche irgendwo bergen müssen. Das will ich nicht. Also lass es bitte etwas ruhiger angehen die nächsten Tage. Mir zuliebe. Na schön. Wir sind gerade auf dem Weg zu diesem Freund von Jenny. Ach, und das ist Ruhe für dich, dem Seelensammler hinterher zu jagen? Naja, wir wissen ja nicht mal, wo er ist. Ich muss erst mal herausfinden, was es mit diesem Prophetending auf sich hat. Du machst mich fertig, Valentin. Ich weiß. Na schön, ich muss weiterarbeiten. Hier ist gerade die Hölle los. Also, passt auf euch auf. Ich will euch beide in einem Stück wiedersehen und vergesst nicht, die Salbe zu benutzen. Jawohl. Bis bald. Bye. Da bist du ja endlich wieder. Ich fühle mich, als wäre die ganze Last der Welt von mir gefallen. Spinner. Lass uns weiterfahren. Wahrscheinlich müssen wir in 10 Minuten wegen deiner Blase eh wieder anhalten. Sag mal, glaubst du, dass dieser Martin uns weiterhelfen kann? Na, ich hoffe es. Der Seelensammler könnte jederzeit wieder hinter uns stehen, um uns zu töten. Und ich weiß weder, wo diese verdammte Selina hingegangen ist, noch was diese Prophetensache sein soll. Nennt man euch nicht Lichthüter? Ach, wie auch immer. Mit Prophet kann ich irgendwie mehr anfangen. Was macht eigentlich dein Arm? Tut es noch sehr weh? Die Schmerztabletten von Jenny helfen erstmal eine Weile. Wenn ich wirklich besondere Kräfte haben sollte, dann müsste der Durchschuss noch diese Woche verheilen. Ist wesentlich einfacher zu behandeln als das riesige Feuerloch in meiner Brust vom Seelensammler. Tut mir nochmal leid, dass ich dich angeschossen habe. Eigentlich wollte ich dich doch nur streifen. Mach dir keine Sorgen, du hast das Richtige getan. Darwin? Guten Tag, Herr Darwin. Hier ist Stefan Wedeking. Hallo, Herr Wedeking. Nennen Sie mich doch Stefan. In Ordnung. Was kann ich für Sie tun? Befinden Sie sich noch in der Nähe von Niedersachsen? Ja, wir sind gerade an Bad Fallingbostel vorbeigefahren. Was gibt es denn? Ich untersuche gerade eine lange Mordserie, die in Verbindung mit einem kleinen Vergnügungspark steht. Die Kriminalpolizei tappt vollkommen im Dunkeln und ich weiß einfach nicht weiter. Ich glaube, dass hier etwas anderes hinter den Morden steckt. Sofern Sie etwas Zeit erübrigen könnten, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich dort einmal umschauen würden. Wenn es nicht weit weg ist, schauen wir uns das einmal an. Ich kann etwas Ruhe gebrauchen und Finn kann sicher eine Runde Karussell vertragen. Au! Sehr gut. Damit Sie freien Zugang erhalten, werde ich mit Ihrem Einverständnis ebenfalls vor Ort sein. Es wäre mir ein Vergnügen, Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen. Naja, wie ein Dämonenjäger kommen Sie mir nicht gerade vor. Aber wenn Sie unbedingt wollen, habe ich nichts dagegen einzuwenden. Vielen Dank. Wo sollen wir hinkommen? Der kleine Ort heißt Peine. Ich werde in 3 Stunden dort sein. Wir können uns vor dem Eingang des Vergnügungsparks treffen. In Ordnung. Wir treffen uns dann um etwa 3 Uhr. Bis später. Bis dann. Was wollte er? Ich glaube, ihn hat die Neugier an unsere Arbeit gepackt. Wir sollen uns mal in einem Vergnügungspark umsehen. Aber ich habe 0 Bock, dass er dabei ist. Schon mal einen Beamten auf Dämonenjagd gesehen? Also, Richtungsänderung. Bevor Stefan uns diesen hübschen Wagen wieder wegnimmt. Ich gebe Martin Bescheid, dass wir heute nicht mehr kommen.
Möglicherweise schickt er uns seine Daten zu diesem Propheten auch zu. So vermeiden wir weiteren Zeitverlust. Vergnügungspark Wunderland, Peine. Oh, ich mag keine Vergnügungsparks. Zu viel Lärm, Menschen und Kinder. Hey! Mensch, pass doch mal auf, wo du hinläufst. Eindeutig zu viele Kinder. Sagte der Mann, der Dämonen jagt. Ist doch nur ein kleiner Park mit einem Zirkus. Hier gibt es sicher nicht mal eine Wildwasserbahn. Je kleiner, desto besser. Schau, da ist Stefan. Hallo Valentin, hallo Finn. Es freut mich, Sie wiederzusehen. Hallo, freut mich ebenfalls. Ich hoffe, dass mein Ausweis ausreicht, damit wir uns hier in Ruhe umsehen können. Na, das wird schon. Lassen Sie uns hineingehen. Dann schießen Sie mal los. Dieser Park wandert alle 6 Wochen quer durch Europa. Zu diesem Park gehört neben den kleinen Attraktionen auch ein großer Zirkus, der die treibende Kraft dieses Parks ist. In den letzten 2 Jahren sind mehr als 10 Menschen im Umkreis des Parks tot aufgefunden worden. Die Dunkelziffer der nicht aufgefundenen Menschen wird vermutlich höher sein. Wo fand man die Leichen? Die Fundorte waren willkürlich verteilt. Die Leichen wurden am Waldrand, in Mülltonnen oder im Fluss gefunden. Einziger Anhaltspunkt ist lediglich, dass die Leichen immer dann aufgetaucht sind, wenn auch dieser Park in der Nähe seine Pforten geöffnet hatte. Naja, das ist schon ein seltsamer Zufall. Das habe ich mir auch gedacht. Aus diesem Grund habe ich Sie angerufen. Hier stimmt etwas nicht, aber ich bin mir nicht sicher, was es ist oder wo ich anfangen sollte zu suchen. Wurden die Parkmitarbeiter schon verhört? Ja, mehrmals sogar. Aber es gibt keine Anhaltspunkte für eine Beteiligung. Im Zweifel werden sich die Mitarbeiter auch untereinander decken. Das ist keine Seltenheit in einem solchen Team. Wurden die Leichen identifiziert? Ja, es waren größtenteils Mitarbeiter des Parks. Waren die Leichen verwest? Unterschiedlich. Meistens waren sie bereits mehrere Tage alt, sodass sich einige Leichenflecken gebildet hatten. Gab es bestimmte Auffälligkeiten an den Leichen? Schwefel, Ektoplasma oder unnatürliche Wunden? Nein, es waren eher klassische Wunden. Erschlagen, erstochen, zerfetzt oder erschossen. Auch hier gibt es kein wirkliches Schema. Das Ding, Tier oder was auch immer tötet auf physische und schreckliche Weise, wenn ich mir manche Leichen in Erinnerung rufe. Das sind bisher alles Dinge, die gegen ein übernatürliches Wesen sprechen. Aber wir sollten dennoch einmal mit den Leuten reden. Fangen wir am besten beim Zirkus an. Nach nur wenigen Minuten kamen die 3 am Zirkus an. Ein imposantes und großes Zelt bäumte sich vor ihnen auf, als sie den Eingang betraten. Zahlreiche Tiere in kleinen Käfigen fauchten und grunzten den neuen Besuchern entgegen. Plötzlich watschelte ihnen ein halb betrunkener Mann entgegen, dessen Hemd von Schweiß völlig durchtränkt war. Hey, was sucht ihr denn hier? Man verschwindet hier. Wir sind vom BKA und haben ein paar Fragen an Sie. Hier ist mein Ausweis. Woher kommen Sie? Wir sind von der Polizei. Sag das doch gleich. Was wollt ihr denn schon wieder? Hier ist schon wieder eine Leiche gefunden? Sie sollten damit nicht spaßen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ich bitte Sie, dies mit Respekt zu behandeln. Mit Respekt? Ihr seid doch diejenigen, die uns als Mörder beschimpfen. Geh mal ein Stück zur Seite. Warum? Weil euch sonst der Affe da seine Scheiße ins Gesicht wirft. Vielen Dank. Wenn ihr mit jemandem reden wollt, dann solltet ihr zum Zirkusdirektor gehen. Sein Wagen steht da vorne. Der hat überall sein Auge drauf. Ich muss mich jetzt wieder um die Tiere kümmern. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass die Tiere durchdrehen. Was genau meinen Sie mit durchdrehen? Ja, seit einiger Zeit lassen sie sich kaum noch füttern. Seht euch mal meine ganzen Narben an hier. Früher konnte ich selbst mit den Tigern kuscheln, aber heute würden sie mich, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach zerfleischen. Selbst die Pferde habe ich kaum noch unter Kontrolle und die Affen, naja, ihr wisst ja. Vielen Dank für die Hilfe. Ja. Lasst uns schauen, was wir aus dem Direktor rausbekommen können. Nach wenigen Schritten erblickten sie den reich geschmückten Wohnwagen des Zirkusdirektors.
Sie klopften an die Tür und ein dickbäuchiger Mann mit langgespitztem Schnurrbart grinste ihnen entgegen. Willkommen, meine Herren. Es könnte ein wenig eng in meiner wunderbaren Stube werden. Ich trete heraus. Was kann ich für die Herren tun? Meine Kollegen und ich sind vom BKA und würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Geht es schon wieder um die Morde? Ich kann Ihnen nur das sagen, was ich jedem sage. Wir haben nichts damit zu tun. Was können wir dafür, dass immer wieder Leichen auftauchen, wenn wir zufällig in der Stadt sind? Wir haben genug eigene Sorgen. Wir wollen uns nicht immer damit rumplagen müssen. Wenn das so weitergeht, werde ich den Zirkus bald schließen müssen. Das möchten wir natürlich nicht. Dennoch würde ich gerne wissen, ob Ihnen in letzter Zeit etwas seltsam vorgekommen ist. Woran denken Sie da, Herr Kommissar? Na ja, haben Ihre Mitarbeiter zum Beispiel von Halluzinationen oder Geistern gesprochen? Gibt es Besucher, die unnatürliche Dinge gesehen haben? Oder gibt es Verwunderungen über physikalische Unmöglichkeiten? Ich habe keine Ahnung, was Sie genommen haben. Aber nein, außer den mangelhaften magischen Fähigkeiten unserer Clowns kann ich Ihnen da nicht weiterhelfen. Sind Sie sich sicher? Ja, natürlich, mein Herr. Die Tiere sind ein wenig verwirrt in letzter Zeit. Aber sonst ist alles in bester Ordnung. Aber kann ich Ihnen zum Trost ein paar Freikarten schenken? Schauen Sie sich unsere Show an. Sie werden begeistert sein. Mal sehen, danke. Dürfen wir uns vielleicht mal in Ihrem Wohnwagen umsehen? Nein, das tut mir leid. Das geht leider nicht. Haben Sie etwas zu verbergen? Nein, nicht wirklich. Hören Sie, ich hatte heute Damenbesuch von der alten Schlangenlady. Sie glauben gar nicht, wie die sich biegen kann. Ich sage nur... Schon gut. Das war mir schon zu viel Information. Haben wir genug? Ja, das reicht mir. Vielen Dank für Ihre Hilfe und entschuldigen Sie die Störung. Keine Ursache, es war mir eine Ehre. Aber ich erwarte Sie in meinem Zirkus. Sie werden die Show nicht wieder vergessen. Valentin, Stefan und Finn gingen stumm Richtung Ausgang. Erst als sie das Gelände verließen, brach Valentin das Schweigen. Er lügt. Ja, das denke ich auch. Irgendwas geht hier vor sich. Darüber hinaus ist es doch sehr wahrscheinlich, dass die Tiere hier eine gewisse Unruhe spüren. Ich glaube auch, dass Sie recht haben, Stefan. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Wir sollten uns vielleicht doch die Show anschauen und uns heute Nacht noch einmal etwas genauer umsehen, wenn es ruhig ist. Sind Sie dabei, Stefan? Sehr gerne. Ich will wissen, was die Zirkusleute uns verschweigen. Vergnügungspark Wunderland. Zirkuszelt. Ich werde langsam ungeduldig und gleichzeitig langweilst du mich. Immer höre ich nur von dir, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo sich dieser Stab befindet. Wir dienen dir doch gut genug. Wir geben dir alles, was du willst. Aber was ist mit den Tieren? Diese abgemagerten Pferde und 10 Elefanten reichen nicht mehr. Ich will endlich frei sein, also sag mir, wo sich dieser verdammte Stab befindet. Und wo steckt John eigentlich schon wieder? Vielleicht hat er seinen Kopf wieder in Zuckerwatte gesteckt und versucht wieder diese komischen kleinen weißen Plastiksterne abzuschießen. Irgendwie habe ich gerade Lust auf Dosen werfen. Was meinst du? Ich kann dir nicht folgen. Was willst du? Hör mir gefälligst zu, wenn ich mit mir selbst rede. Dosen werfen, da habe ich gerade voll Bock drauf. Moment mal. Diese blöden Artisten lassen doch immer ihr Zeug hier rum. Das kann doch nicht sein. Ah, hier. Ich stelle dir diese Dose auf den Kopf. Ich versuche dir die Dose mit diesem Bällchen vom Kopf zu werfen. Wenn ich gewinne, stirbst du. Wenn ich nicht treffe, lass ich dich laufen. Ist das nicht herrlich? Warum tust du sowas nur? Wir haben dir alles gegeben. Alles, was du willst. Was sollen wir? Nicht reden, mein Freundchen. Wenn die Dose wegen deinem dummen Gequassel fällt, gewinne ich. Vergesse das nicht. Na, dann wollen wir mal sehen. 5 Meter sollten sicherlich reichen. Hör bitte auf, Timmy.
Ich will nicht sterben. Aber ich will dir doch nur diese Dose vom Kopf werfen. Dieser Quietscheball wird dich schon nicht umbringen. Also halte still. Und hüpp. Mietz, mietz, mietz. Ja, blöde Pussy. Ich mag es nicht, wenn ich verliere. Weißt du es? Dass du mich nicht töten wirst? Nanu, was haben wir denn da? Ich habe aus meinem Ärmel einen weiteren Ball hervorgezaubert. Bonuswurf. Kabum, da hat er ihn getroffen. Bitte, ich flehe dich an. Ich will nicht sterben. Da ich nicht mit dem ersten Mal getroffen habe, erlaube ich dir, dass du mir noch einmal meine Frage beantworten darfst, bevor ich dir diesen Stock unter deine Kniescheibe ramme. Wo ist dieser verdammte Stab? Ich habe es doch schon 100 Mal gesagt. Ich habe keine Ahnung. Laber, laber, rababer. Vielleicht bringt dich das zum Reden. Also noch einmal, wo ist dieser Stab? Ich weiß es nicht. Da musst du den Alten fragen. Den Alten? Ja. Er weiß also, wo sich der Stab befindet. Vermutlich. Ding, 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 wir haben einen Gewinner. Zieh das Ding aus meinem Knie und lass. Dieses kleine Stöckchen, stell dich doch nicht so an. Herum. Ach komm schon, Johnny Bonnie. Jetzt ist er tot. Ich hatte doch Appetit auf mehr. Hör auf mit dem Mist. Der ganze Zirkus hat die Schreie gehört. Na und? Dann wissen Sie wenigstens, was Ihnen blüht, wenn Sie mir nicht diesen verdammten Stab aushändigen. Wir haben andere Probleme als das. Was gibt es denn so Schlimmes in deiner kunterbunten Marshmallow-Welt? Hier sind Dämonenjäger. Wieso das denn? Wegen uns, du Trottel. Du hast es in letzter Zeit übertrieben. Hey, der Typ da hinten hat deine Kugel in der Fresse, nicht meine. Also wer übertreibt hier? Hm? Hör auf mit dem Schwachsinn. Wir sollten auf der Hut sein. Also, nimm dich gefälligst ein wenig zurück. Spielverderber, wir werden uns um dieses Jägerpaar kümmern. Welch ein gefundenes Fressen. Vergnügungspark Wunderland. Erste Abendvorstellung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, willkommen, welcome, bienvenue in unserem herrlichen Zirkus. Hier erwarten Sie Spannung und Spaß, atemberaubende Artisten und gefährliche Tiere aus weit entfernten Regionen. Lassen Sie sich überraschen und tauchen Sie mit mir in eine fantastische neue Welt ein. Doch ich will Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Manege frei! Na, der verspricht uns ja einiges. Das wirkt ja fast übernatürlich. Ja, genau wie die Preise. Das Popcorn hat 10 Euro gekostet. Das hättest du dir ja auch nicht kaufen müssen. Ach, ein wenig Spende für die Tiere schadet nie. Finn, Valentin und Stefan schauten sich die Show im Zirkus an. Nach der Ansprache des Direktors folgten Artisten, Clowns und vieles mehr. Die Menge jubelte und lauschte den Worten des Direktors nach jeder gelungenen Darbietung. Mein herzliches Publikum, vielen Dank für Ihren Applaus. Und jetzt, nur heute und nur für Sie, präsentiere ich aus dem fernen Afrika Mulu den Dompteur mit seinen Panthern Milo und Mila. Panther? Wow, das ist mal was anderes. Das ist wirklich fantastisch und irgendwie auch traurig. Sag mal, hast du die ganze Popcorn-Tüte schon leer gemacht? Sorry, ich hatte Hunger. Gebannt starrten die Zuschauer auf den Dompteur. Die schwarzen Vierbeiner machten Männchen, liefen hintereinander her und gehorchten ihrem Herrn bis aufs Wort.
Zum großen Finale entzündete Mulu einen in Benzin getränkten Ring und verlangte von den Panthern, durchzuspringen. Die Tiere verließen ihren Sitzplatz und gingen langsam auf den Ring zu. Völlig unerwartet schauten sie sich gegenseitig an und liefen an dem Ring vorbei. Sie fauchten Mulu wütend an. Tür versuchte mit seiner Peitsche die Tiere zu kontrollieren, doch sie zeigten sich unbeeindruckt vom Schmerz. Der erste Panther griff an, doch Mulu konnte gerade noch ausweichen. Er öffnete die Gittertür, während sich der zweite Panther auf ihn zubewegte. Von einer Hilfsperson wurde Mulu durch die Tür gezogen. Schwer atmend saß er am Boden und schaute irritiert auf seine geliebten Panther. Meine Damen und Herren, bitte, bitte beruhigen Sie sich. Mulu hatte alles unter Kontrolle. Alle sind unverletzt und es geht ihnen gut. Wir vergessen immer wieder, dass die Tiere einen eigenen Kopf haben und das müssen wir respektieren. Umso mehr freue ich mich auf unsere spektakuläre Artistengruppe aus China, die Hong Kong Group. Das war aber seltsam. Jetzt verstehe ich, was der Mann von heute Morgen damit sagen wollte, dass die Tiere verrückt spielen. Da gibt es sicher einen Zusammenhang. Die Tiere spüren übernatürliche Präsenzen wesentlich besser als Menschen. Das sollten wir uns später mal genauer anschauen. Sag mal, wo hast du denn jetzt schon wieder das Popcorn her? Ja, von dem Typen da vorne. Du bekommst ja gar nichts mehr um dich herum mit. Dir scheint die Show ja mehr zu gefallen, als du zugeben willst. Ach, sei still. Sechs Artisten verbogen ihren gesamten Körper, renkten ihre Gelenke aus, vollführten mehrere Saltos, bauten unmenschliche Pyramiden und balancierten auf Dosen und Bällen. Es war ein Schauspiel nah an der Grenze des Menschlichen. Die Schnelligkeit und die Kraft der Artisten war atemberaubend. Dann näherten sich die sechs Artisten ihrem Höhepunkt. Sie bauten eine Wippe auf und stellten eine hohe Leiter links daneben. Auf der Leiter und auf der Wippe stand jeweils ein Mann. Auf der rechten Seite befand sich eine etwa 7 Meter hohe Säule, worauf am oberen Ende ein Stuhl befestigt wurde. Die Artisten wollten den Mann auf der Wippe wie mit einem Katapult auf den Stuhl befördern. Alles wartete gebannt auf den Sprung. Plötzlich sprang der linke Artist mit aller Kraft von der Leiter und landete gezielt auf der Wippe. Der andere Artist hob mit einem Rückwärtssalto nach oben ab, erblickte den Stuhl, öffnete den Salto und sprang vorbei. Unaufhaltsam näherte er sich dem Boden. Seine Kollegen versuchten, ihn aufzufangen, doch sie waren zu spät. Mit einem krachenden Geräusch bohrte sich der Kopf des Artisten in den Boden der Manege und sein Genick brach. Oh mein Gott, wie konnte das passieren? Können wir etwas tun? Ich gehe mal runter. Vielleicht kann ich etwas koordinieren und die Polizei verständigen. Die Menge starrte in die Manege und sah einen geschockten Direktor und trauernde Artisten. Der Artist war sofort tot. Der Direktor brach die Show nach dem Unfall sofort ab und bot den Zuschauern eine kleine Rückerstattung an. Die meisten von ihnen waren jedoch so geschockt, dass sie dieses Angebot nicht annahmen. Aus diesem Grunde leerte sich das Zirkusgelände in nur wenigen Minuten. Nach etwa 2 Stunden verließ auch die Polizei das Gelände und die Stille wurde für Valentin, Finn und Stefan geradezu greifbar. Es ist ganz schön ungemütlich hier und das liegt nicht nur an dem schrecklichen Unfall. Da hast du wohl recht. Fangen wir bei den Tieren an zu suchen? Das ist vermutlich ein erster Anhaltspunkt. Die 3 Männer liefen an verschiedenen Käfigen vorbei. Unruhig starrten die Tiere den fremden Menschen entgegen. Die Affen hüpften in den kleinen Käfigen wild auf und ab. Die Tiger schlenderten von rechts nach links, immer die Beute im Blick. Die Pferde wieherten aufgeregt und trampelten gegen ihre Tore. Es war ein enges und makaberes Schauspiel.
Also, ich habe das ein oder andere Mal einen Zirkus ansehen dürfen und die Tiere dafür wurden wesentlich humaner gehalten als diese hier. Dies ist ein Beispiel dafür, warum viele Menschen den Zirkus heute meiden. Denken Sie, dass die Tiere nur unruhig sind, weil sie so gehalten werden? Das wäre zumindest ein realistischer Grund. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass sie sich schon viel früher den Befehlen verweigert hätten, wenn es nur daran läge. Hey, seht mal da, da bewegt sich etwas. Sind Sie diejenigen, die nach übernatürlichen Ereignissen suchen? Das kommt drauf an. Wer sind Sie? Gestatten Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Herbert Grünland. Wenn Sie nach dem Übernatürlichen suchen, kann ich Ihnen meine Hilfe anbieten. Folgen Sie mir bitte in meinen Wohnwagen. Dort werde ich Ihnen alles erklären. Aber beeilen Sie sich. Wir folgen ihm. Und wenn es eine Falle ist? Es ist zurzeit die einzige Spur, die wir haben. Aber halte deine Waffe bereit. Ich will unangenehme Überraschungen vermeiden. Mit einer Hand an der Waffe folgten sie dem alten Mann in die Dunkelheit. Nach nur wenigen Minuten gelangten sie zu einem größeren Wohnwagen, in dem alle vier Personen leicht Platz fanden. Der Zirkusmitarbeiter wartete bereits auf seinem Stuhl, nahm sich ein Glas und füllte es randvoll mit Whisky. Also, Herr Grünland, was möchten Sie uns erzählen? Nennen Sie mich Herbert. Wo ist denn Ihre ganze Ausrüstung? Diese riesen Rucksäcke mit der Kanone und so. Sie sind doch dieser... Naja, so etwas Ähnliches. Wir sind Spuren gefolgt und der Auffassung, dass sich hier übernatürliche Wesen befinden könnten. Wollen Sie uns etwas darüber erzählen? Ich kann Ihnen etwas erzählen. Hören Sie mir zu. Ich habe nicht viel Zeit. Vor Jahrhunderten hatte meine Familie diesen Zirkus gegründet. Sie hatte zu Beginn mit vielen Unfällen, Krankheiten und Toten zu kämpfen. Die Gründer kamen auf die wahnwitzige Idee, schwarze Magie zu nutzen, um die Artisten und Darsteller zu beschützen. Da sie keinen Dämon finden konnten, der sich ihrer Sache mit geringer Gegenleistung anschloss, haben sie jemanden geopfert. Geopfert? Wieso? Die Gründer wollten mit der Opferung einen Zustand erreichen, wo sich die Seele vom Körper trennt. Diese Seele wollte man beim Herauslösen aus dem Körper abfangen und einsperren. Aber Sie können sich vermutlich denken, dass sich niemand freiwillig dem Ritual stellen wollte. Und was haben Sie dann getan? Ja, Sie haben das schwächste Glied im Zirkus ausgewählt und getötet. Als sein Bruder das mitbekam, stellte er sich gegen den Zirkus und auch er wurde von ihnen getötet. Beide Seelen hat man an einen zufälligen Gegenstand gebunden. Bis heute wandeln sie auf dem Zirkusplatz. Meine Ahnen kamen mit dem Wesen überein, dass sie uns helfen werden, dass keine Unfälle mehr passieren. Sie sollten bei drohenden Schäden übernatürlich eingreifen. Im Gegenzug würden sie von uns lebendiges Fleisch zu essen erhalten. Seit wann brauchen Geister lebendiges Fleisch? Das weiß ich leider nicht. Aber wenn ihnen die Geister doch helfen sollen, warum sind dann heute diese Unfälle passiert? Das ist der Grund, weshalb ich möchte, dass sie diese Geister vernichten. Sie verlangen zu viel von uns. Sie wollen die Freiheit haben und geben sich nicht mehr mit frischem Pferdefleisch zufrieden. Außerdem beginnen sie damit, einen nach dem anderen zu töten. Egal, ob Besucher oder Mitarbeiter. Sie sind völlig außer Kontrolle geraten. Doch ich weiß nicht, wie man diese Geister besiegen kann. Ich bin zu alt und zu schwach, um mich damit auseinanderzusetzen. Das kann ja nicht wahr sein. Zu alt und zu schwach? Ihre Familie hat doch diese Monster erschaffen. Und dafür sollten sie auch gerade stehen. Das weiß ich selbst. Deswegen spreche ich ja mit Ihnen. Ich brauche Ihre Hilfe. Allein kann ich diese Wesen nicht besiegen. An welchen Gegenstand sind die Geister gebunden? Damals wurden die Seelen in einen kleinen Stab eingesperrt. Dort ist ein kleiner rosa Diamant eingearbeitet.
Er gehört zu einem Zauberer aus vergangener Zeit. Ich habe diesen Stab vererbt bekommen und vergrabe ihn bei jedem Umzug in der Nähe des Parkes. Ich habe hier eine Karte, damit ich immer weiß, wo er sich befindet. Der Stab liegt im Wald neben dem Park. Wir sollten uns diesen Stab näher anschauen. Möglicherweise finden wir etwas. Haben Sie Schimmel hier im Wohnwagen? Nein. Wo denn? Na, dort oben. Das ist kein Schimmel. Das ist Ektoplasma. Die grünlich verfärbte, zähe Flüssigkeit lief langsam die Wand hinunter, fügte sich zu einem Tropfen zusammen und schnellte auf die Männer zu. Was ist mit ihm? Verdammt! Es ist bereits zu spät. Was soll das? Wenn das Ektoplasma den Mund erreicht, kann man nichts mehr machen. Wir müssen hier raus. Da kommt noch mehr. Valentin, Finn und Stefan ließen den alten Mann zurück und stürmten aus dem Wohnwagen. Noch bevor Valentin den Boden erreichte, riss ihm eine Person die Karte aus der Hand. Danke sehr. Die gehört dann wohl mir. Was zum... Du bist also der Geist. Naja, sowas Ähnliches. Aber ich hätte nicht geglaubt, dass Jäger so leicht zu überlisten sind. Und nun, auf zu meiner Freiheit. Fangt mich doch, wenn ihr könnt. Mist, los hinterher. Der Clown hüpfte federleicht über die Straße in den Wald. Valentin und seine Partner kamen kaum hinterher. Plötzlich erhob sich eine große Gestalt vor ihnen. Wer ist das denn jetzt? Darf ich euch bekannt machen? Das ist Johnny. Oder John Bon für mich. Johnny, das sind Vollpfosten und seine kleinen Freunde. Johnny wird ein wenig Spaß mit euch haben, während ich den Stab ausfindig mache. Leander Flü, meine Freunde. Auf nimmer Wiedersehen. Lasst uns durch, Cowboy. Plötzlich warf der große Geist eine Waffe vor die Füße der Menschen. Gebannt starrten sie auf das lächelnde Gesicht der Kreatur. Was soll das werden? Ihr wollt mich vernichten? Dann besiegt mich in einem Duell. Wer bist du? Ein Geist. Gefangen zwischen der Realität und dem Totenreich. Meine Seele ist an diesen Park gebunden. Wieso sollten wir uns mit dir duellieren? Weil ihr keine andere Wahl habt. Als Gefangener der Zwischenwelt genieße ich die Zugangsrechte zu beiden Orten. Ich kann sowohl als Geist durch Wände gehen, als mich auch körperlich materialisieren. Und nur in dieser materialisierten Form könnt ihr mich töten. Und ich werde mich nur in einem fairen Duell materialisieren. Und falls einer von euch auch nur einen Schritt Richtung Clown wagt, verpasse ich euch ein Loch in die Stirn, bevor ihr überhaupt wisst, was passiert ist. Also wählt, wer von euch die Herausforderung annimmt. Für so einen Scheiß haben wir keine Zeit. Wir haben doch keine andere Wahl. Wenn wir an ihm vorbei wollen, müssen wir ihn vernichten. Stefan hat recht, wir müssen das Spiel mitspielen. Ach, so ein Mist. Wenn er die Wahrheit sagt, kommen wir nicht an ihm vorbei. Und wer von uns soll es machen? Schaut ihn euch an. Seine Waffe liegt perfekt in seiner Hand. Er wird verdammt schnell sein, ansonsten würde er sich nicht darauf einlassen. Das Problem ist nur, dass ich mit meiner ledierten Schulter nicht gezielt schießen kann. Finn ist nicht schnell genug. Hey, ich bin genauso schnell wie du. Du hast mich vor kurzem fast erschossen. Erinnerst du dich? Ja, ist ja gut. Also bleibt es an mir hängen. Ich will sie nicht dazu zwingen. Wir finden eine andere Lösung. Ich kann das machen. Den mache ich fertig. Nein, Sie haben recht. Ich werde es versuchen. Also, wer wird mein Gegner sein? Ich bin dein Gegner. Dann hebe die Waffe auf. Siehst du den Glockenturm links von dir? Wenn die Glocke ertönt, ziehen wir. Wenn kein tödlicher Treffer abgegeben wurde, wiederholen wir das Spiel. Bist du bereit? Passen Sie auf sich auf. Ich bin ganz schön nervös. Versuchen Sie, sich zu beruhigen. Sie schaffen es. Was hindert mich daran, jetzt schon zu schießen? Die Kugel würde ohne Wirkung durch mich durchgehen. Das habe ich geahnt. Gebannt blickte Stefan auf den Glockenturm. Er hatte keinen Sekundenzeiger. Aber es sollte weniger als eine Minute dauern, bis das Duell begann. Er steckte seine Waffe in den Holster seines neuen Gürtels und wartete angespannt auf den Glockenschlag. Ah!
Mit erschrockenem Gesicht starrte Stefan Wedeking auf das Monster. Er fasste sich mit der linken Hand an seine Schläfe, während das Blut über sein Gesicht in den Mund rann. Er schmeckte das Blut und konnte für einen kurzen Moment nicht verstehen, was gerade mit ihm geschah. Zu schwach, dass seine Beine ihn halten könnten, brach er zusammen. Stefan! Hab ich gewonnen? Valentin schaute auf das blutüberströmte Monster. Es lächelte ihm entgegen. Ja, Sie haben ihn besiegt. Ihr habt mich in einem fairen Duell besiegt. Vielen Dank. Endlich bin ich frei. Das war klasse. Sie waren echt schnell. Was machen wir jetzt? Wir müssen den Clown aufhalten. Wenn er den Stab findet und sich aus dem Gefängnis befreien kann, werden wir nur noch seinem Blutpfad folgen können. Das müssen wir verhindern. Dann lasst uns aufbrechen. Sind Sie sicher, dass Sie mitkommen wollen? Ich bin dem Tod knapp von der Schippe gesprungen. Schlimmer kann es wohl kaum werden. Dann gehen wir. Die Jäger rannten hinter dem Clown her, doch sie waren bereits zu spät. Der Clown grub am Ort des Stabes mehrere Löcher und war verschwunden. Verdammt, er hat den Stab sicher schon gefunden. Denken wir nach. Wo kann er damit hingegangen sein? Wenn der Stab der Schlüssel ist, um aus dem Gefängnis zu kommen, muss er vielleicht erstmal das Schloss finden. Seht mal hier, das sind Fußspuren. Die führen in Richtung des Zirkuszeltes. Er hat wohl damit gerechnet, dass dieser Cowboy uns aufhält und nicht mehr auf seine Füße geachtet. Dann ab zum Zirkuszelt. Da muss er sein. Dann nichts wie hin. Ich hoffe, dass Sie recht haben. Hilfe! Zappel nicht so rum, mein kleiner Fisch. Sonst schwimmst du gleich in einem schönen Blutteich. Am Boden der Manege lag der Zirkusdirektor. Blut rann aus verschiedenen Wunden an seinen Armen. Messer in allen Größen und Formen durchbohrten den Körper des Mannes und hielten ihn am Boden. Das reicht mir langsam. Ich habe keine Zeit mehr und mir vergeht auch noch der Spaß. Sag mir, wo ihr das Schloss versteckt habt, sonst ramme ich dir den Stab in deine Augenhöhlen. Bitte, bitte lass mich gehen. Mir ist so übel. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Naja, in der Augenhöhle. Nemo an mich selbst. Alter, ist echt widerlich. Boah. Ah, Johnny, da bist du ja wieder. Ich hoffe, dass du ein wenig Spaß mit den... Was zum... Das reicht, Clown. Der Spaß hat ein Ende. Der Spaß hat niemals ein Ende. Was habt ihr mit Johnny angestellt? Wir haben ihn besiegt und er ist frei. Das gibt es doch nicht. Wie konnte das passieren? Naja, egal. Unter frei sein verstehe ich ohnehin etwas anderes. Reier mir hier bloß nicht. Das ist total widerlich. Lass ihn in Ruhe. Ihr nervt mich. Sag mal, wieso hat man dich eingesperrt? Ah, Smalltalk. Na, immer gerne doch. Hör zu. Ich liebe Fleisch. Am liebsten frisch und saftig zappeln vor mir. Vor vielen Jahren dachten diese Zirkusaffen von Mitarbeitern, dass sie mit schwarzer Magie ihre Artisten vor Unfällen und schweren Deformierungen schützen könnten. Sie brauchten also einen Sündenbock und tada, da war ich. Sagt mal, wisst ihr, warum man mich eigentlich als Clown bezeichnet? Hä? Immer... Wenn ich in das saftige Fleisch eines Menschen oder eines Tieres gebissen habe, war mein Gesicht voller Blut. Es sah aus, als wäre ich ein geschminkter roter Clown. Und was war euer Job? Ich war Tierpfleger und habe immer die Scheiße von diesen Dingern weggemacht. Aber vertraut mir, noch heute habe ich einen guten Draht zu ihnen. Johnny hat immer so eine komische Schießbude aufgemacht. Er liebte Waffen
und meinte, dass ein Duell seine Lust befriedige. Ich glaube ja immer noch, dass er irgendwie mit Waffen rummachte. Aber jeder wie er meint. Daher diese Affinität zu Waffen. Ich konnte meinen überheblichen Bruder sowieso nie leiden. Nach Jahrzehnten nur noch eine pure Qual. Doch reden wir über euer Leben, oder besser gesagt, über euren Tod. Achtung! Ihr seid zu langsam. Mit der linken Hand formte der Clown große grüne Schleimkugeln und warf sie auf Stefan. Erschrocken drehte der sich zur Seite und der Schleim breitete sich über seinen Rücken aus. Durch hektische Bewegungen versuchte er, die grüne Flüssigkeit abzuschütteln, doch sie schien sich immer weiter um den Körper des Mannes zu hüllen und sich zu vergrößern. Nimm das weg! Exi immunde Spiritus! Plötzlich zog sich das Ektoplasma zum Ursprungsort zurück und heulte leicht auf. Nach nur wenigen Sekunden verfärbte sich die zähe Flüssigkeit zu einem schwarzen Tropfen und fiel von Stefan auf den Boden. Ich danke Ihnen. Das war knapp. Na, ihr seid ja richtige Ü-Eier. Das hätte ich gar nicht von euch erwartet. Scheinbar habe ich euch ein wenig unterschätzt. Wenn mein Ektoplasma euch nicht aufwält, dann aber sicher dieses. Der Geist löste sich vom Boden und schwebte schnell auf Valentin zu. Er versuchte, ihn aufzuhalten, doch der Geist flog ohne Gegenwehr durch Valentins Körper hindurch. Was zur Hölle sollte das? Warte. Jetzt! Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Was hast du mit ihm gemacht? Sag schon. Noch gar nichts. Laut meiner aufgezeichneten Uhr hat dein Freund noch exakt 30 Sekunden zu leben. Tick-Tack, meine Freunde. Was? Ich habe das Gefühl, dass meine Adern gefrieren. Das hast du gut erkannt. All das Blut, was gerade durch dein Herz läuft, beginnt zu gefrieren und hinterlässt in deinen Venen und Arterien ziemlich harte Zapfen, die deine ganzen Arterien ausschneiden werden. Das müssen wir stoppen. Das wird nix. Valentin, was sollen wir tun? Keine Ahnung. 5, 4, 3, 2, 1 und... So leicht bekommst du mich nicht. Noch stehe ich, Clown. Das ist seltsam. Du solltest schon längst verblutet sein. Mir wird wärmer. Ich glaube, die Schmerzen lassen nach. Zum Glück, du hast mir echt einen Schrecken eingejagt. Hol mir den Stab vom Zirkusdirektor, Finn. Schau, ob er noch lebt. Stefan und ich lenken so lange den Clown ab. Ja. Langsam verliere ich die Geduld mit euch. Und ganz besonders mit dir, du großkotziger Besserwisser. Ach, was Besseres fällt dir nicht ein? Was kann ich dafür, dass deine Fähigkeiten nicht funktionieren? Na schön. Aber einen Trick habe ich noch auf Lager. Sehet und staunt. Mit einem boshaften Lächeln zog sich der Körper des Clowns auseinander. Es formten sich ein zweiter Kopf, Beine und Hände. Plötzlich standen zwei identische Geister vor den Jägern. Wer ist der Echte? Und wer ist die Fälschung? Stefan, sind Sie bereit? Ja. Valentin griff sich das verkrustete Ektoplasma des Clowns vom Boden, zerbrach es in seiner Hand und sprintete auf den rechten Clown zu. Von den Handlungen der Jäger überrascht, wurde der rechte Clown von Valentin an Hals gepackt und zu Boden geworfen. Was zur Hölle tust du da? Wieso kannst du ihn anfassen? Lass mich los! Stefan! Jetzt! Erschießen Sie ihn! Was zur... Der linke Körper des Clowns fiel auf die Knie und brach zusammen. Leblos blieb dieser am Boden liegen, während sich darunter eine große Blutlache bildete. Wie kann das sein? Was habt ihr gemacht? Ich hatte gehofft, dass du dich teilen würdest. Wahrscheinlich hast du es noch nie gemacht. Aber du hast dich in einen geistigen und materialisierten Körper aufgeteilt. Du bist jetzt
nicht mehr in der Lage, dich zu materialisieren, stimmt's? Ich werde dich töten. Nimm gefälligst deine Flossen von mir. Ach ja, das an meiner Hand ist dein altes Ektoplasma. Das Einzige, was an dir als Geist haften bleibt. Daher kann ich dich mit meiner Hand anfassen, falls du dich noch wunderst. Und da du nur ein Geist bist, kommst du gegen meine körperliche Kraft nicht mehr an. Hier ist der Stab. Was ist mit dem Direktor? Tot. Mist. Das war dein letztes Opfer, Clown. Niemals. Wenn ich das Schloss finde, werde ich frei sein. Auch ohne materialisiertem Körper. Das glaube ich nicht. Was? Was willst du damit sagen? Das Schloss bist du. Nein! Valentin rammte den Stab direkt in die Brust des Geistes. Mit einem lauten Schrei wurde die Hülle des Geistes in den Kristall des Stabes gesogen. Nein! Oh. Na, das war doch ganz einfach. Ich bin fix und fertig. Wie halten Sie das nur jeden Tag aus? Das gibt sich mit der Zeit. Hauptsache ist, dass das Monster erledigt ist. Valentin informierte den ranghöchsten Mitarbeiter über die Vernichtung der Geister und die Opfer. Sie waren dankbar, dass sie sich ab sofort keine Sorgen mehr um ihr Leben machen mussten. Sie versprachen Valentin, dass die Opfer eine würdevolle Beisetzung im Kreis der Parkangehörigen bekämen und die Tiere ein besseres Zuhause erhalten würden. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass der Geist das Schloss selbst ist? Herbert erzählte uns doch, dass seine Ahnen die Seelen der getöteten Opfer in den Stab eingesperrt haben. Das war aber nicht richtig. Meinst du, dass er uns belogen hat? Nein, ich gehe davon aus, dass er es nicht besser wusste und dass bereits zu viele Details des Zaubers mit den früheren Zirkusmitarbeitern vergraben wurden. Aber als der Clown mir die Karte aus der Hand riss und bewusst nach dem Stab suchte, wurde mir klar, dass der Clown niemals so bei Verstand sein könnte, wenn er seine Seele nicht direkt bei sich gehabt hätte. Naja, ich fand den schon ziemlich verrückt. Weißt du noch, als dich der Rachegeist einer Selbstmörderin für ihr Kind hielt? Das war verrückt. Erinnere mich nicht daran. Das war voll peinlich. Aber wie dem auch sei, Herbert ging davon aus, dass die Seele in dem Stab ruht und gefangen war. Das tat sie aber nicht. Nicht? Aber was ist dieser Stab denn dann? Es ging nie um den Stab, sondern um diesen Kristall, der sich darin befindet. Die Ahnen müssen den Kristall so verzaubert haben, dass er sowohl Schlüssel als auch Schloss ist. Ist die Seele nicht im Kristall eingesperrt, kann der Geist je nach Zauber in einem begrenzten Abstand vom Kristall agieren und sich sogar in seinen alten Körper materialisieren. Das bedeutet aber auch, dass er niemals hätte frei sein können, denn um sein Gefängnis zu brechen, braucht der Kristall die Seele des Clowns. Gleiches gilt für seinen Bruder, der sich durch seine eigene Vernichtung aus dem Gefängnis befreit hat. Das klingt ja fast schon traurig. Aber Moment mal, wenn du sagst, dass dieser Kristall hier ein Seelenbehältnis ist, dann... Genau. Du trägst den Kameraden gerade mit dir herum. Ach, na super. Und was sollen wir nun mit dem Stab anstellen? Können wir den Kristall vernichten? Vorerst ist der Clown eingesperrt. Er kann nicht heraus, solange wir ihn nicht befreien. Vermutlich brauchen wir dafür auch den alten Zauber der Ahnen vom Zirkus, der uns nicht vorliegt. Sobald wir aber einen Vernichtungszauber gefunden haben, werden wir den Kristall vernichten. Aber bis dahin sollten wir einen Ort finden, um ihn sicher aufzubewahren. Jeder könnte mit diesem Artefakt den Clown befreien oder sogar andere Seelen fangen und binden, je nach Größe des Behältnisses. Das müssen wir verhindern. Ich könnte Ihnen vorschlagen, das Artefakt im Ministeriumstresor zu deponieren. Ohne meine Erlaubnis kommt niemand an dieses Artefakt. Es gibt kaum einen sichereren Ort dafür. Das scheint mir die beste Lösung zu sein. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihr Vertrauen unter Beweis zu stellen. Missbrauchen Sie es nicht. Achten Sie gut auf den Kristall. Das werde ich. Vertrauen Sie mir. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Ich hoffe, dass ich Ihnen weiterhin eine Stütze sein kann. Wir hören voneinander. Wir haben zu danken. Mit einer winkenden Handbewegung ging Stefan Wedeking zu seinem Wagen. Auch Valentin und Finn schlenderten zu ihrem Auto und machten sich auf den Weg, um den potenziellen Hinweisen zum Seelensammler nachzugehen, die sie vor kurzem von Martin per E-Mail erhalten hatten. Stimmt etwas nicht?
Du siehst so nachdenklich aus. Glaubst du, dass meine mysteriösen Hüterkräfte mich heute vor diesem Clown beschützt haben? Gut möglich. Ich befürchte, dass wir es bald herausfinden werden. Bedrückt dich noch etwas? Ist dir auch aufgefallen, dass Stefan schon fast übernatürlich schnell seine Waffe gezogen hat, um den Geist zu vernichten? Naja, übernatürlich würde ich nicht sagen. Aber er war schon auffällig schnell, ja? Wieso denkst du darüber nach? Ach, bestimmt ist es nichts. Achte lieber auf den Verkehr. Wir sollten uns auf den Seelensammler konzentrieren. Sie hörten Valentin Darwin Folge 3, der Horrorzirkus, Remastered. Produziert von Jens Niemeyer in Kooperation mit Hörspielprojekt.de, der Community für Hörspielmacher. Sprecher und ihre Rollen: Valentin Darwin, Alex Bolte. Finn, Jan J. Münter. Erzähler, Philipp Bösand. Clown, Jens Niemeyer. Stefan Wedeking, Sebastian Schmidt. Johnny, Matthias Ubert. Herbert Grünland, Werner Wilkening. Opfer des Clowns, Sascha Servadio. Jugendlicher 1, Marvin Sarenio. Jugendlicher 2, Benedikt Benken. Zirkusdirektor, Klaus Neubauer. Tieraufseher, Marek Schädel. Akariel, Jan Borden. Magmarion, Frank Keiler. Zoe, Lisa Müller. Kind, Resi Özel. Computerstimme, Lisa Müller. Radiosprecherin, Birgit Arnold. Einleitung, Jens Niemeyer. Credits, Marcel Ellerbrock. Schnitt, Regie und Autor, Jens Niemeyer. Lektorat, Marek Schädel. Coverbild, Jens Niemeyer. Sounddesign, Freesound.org, Free Adobe Audition Sound Effects, Motion Pulse Blackbox, Game Master Audio Collection Pro, Cinematic Gore, Sonus Gorification, Sonus Gore, Sick Bundle, 99 Sounds, Hörspielbox, Zapsplat, asoundeffect.com. Zusätzliche Sounds, Jens Niemeyer. Musik, Siebenklang. Valentin Darwin Folge 3, der Horrorzirkus Remastered, ist eine Produktion aus dem Jahr 2018 von Jens Niemeyer für das Hörspielprojekt.de. Dieses Hörspiel steht unter der CC-Lizenz Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0. Der Kilauea ist ein aktiver und feuerspeiender Vulkan auf Hawaii. Nur wenige Menschen trauten sich bisher in die Nähe dieses wütenden Giganten. Kaum einer wusste, dass sich in diesem Vulkan einer der mächtigsten Kreaturen der Erde befand und die Welt mit seinen kräftigen Urgewalten zusammenhielt. Dieser Ort ist beinahe so heiß wie die verdammte Hölle. Aber ich spüre, dass ich an diesem Ort richtig bin. Amon hat mich nicht belogen. Vielleicht hätte ich ihm sein Auge belassen sollen. Dann wollen wir doch mal sehen. Ich weiß, dass du dich unter diesem Vulkan versteckst. Zeig dich mir, Magmarion. Es ist an der Zeit, dass wir uns unterhalten. Wer wagt es, meine Ruhe zu stören und meinen Vulkan zu betreten? Weiser und mächtiger Magmarion, entschuldige mein unerlaubtes Eindringen. Ich sollte dich zerquetschen. Weißt du eigentlich, wen du hier vor dir hast? Ich bin der Herr des Feuers, der Abgesandte des mächtigen Lebensspenders. Was willst du von mir? Ich weiß über deine Macht Bescheid, Magmarion. Ich kann deine Seele spüren. Sie ist so unfassbar mächtig. Ich will einen Teil davon. Du törichtes Geschöpf dringst in mein Reich ein? Störst mich in meiner Ruhe und verlangst nun einen Teil meiner Macht?
Wer bist du, dass du den Herrn des Feuers so herablassend behandeln könntest? Aus dem Tiefen des Magmas formte sich eine riesige Hand und schnellte auf den Seelensammler hinab. Die Magma-Hand wurde von einem unsichtbaren Schild abgewehrt. Keuchend stand der Seelensammler wieder auf. Lächerlicher Zauber! Ich sollte dich mit in mein Reich nehmen und tausende von Jahren mit meinem Feuer quälen. Einen weiteren Angriff wirst du nicht standhalten können. Du hast recht, o mächtiger Vernichter. Einen weiteren Angriff werde ich nicht überleben. Doch ich habe dir etwas vorzuschlagen. Höre mich an und ich werde dich überzeugen. Du hast nichts, was du mir bieten könntest, das einen Teil meiner Macht als Gegenleistung rechtfertigen würde. Ein weiteres Mal bildete sich eine große Hand aus dem speienden Magma. Doch bevor diese auf Akariel herabfallen konnte, drang er in den Geist des Elementarherrschers ein und die Hand zerfiel. Schau dir das an. Das ist mein Ziel. Mit meiner Hilfe wirst du dich nicht mehr in diesem Vulkan und unter der Erdoberfläche verstecken müssen. Die anderen Elemente werden sich vor dir verneigen. Insbesondere Aquaros wird sich deiner Macht beugen müssen. Zusammen werden wir die Erde in ihren Grundmauern erschüttern. Wir werden Aquaros verdrängen und die ganze Welt in eine einzige Hitzekugel verwandeln. Hilf mir, eine neue Hölle zu erschaffen. Ich werde dich anhören. Ich habe nichts anderes erwartet, mein Freund.